Heute geht es darum, dass Karl Bär vom Umweltinstitut München und Alexander Schiebel, der Buchautor, in Südtirol angeklagt sind wegen übler Nachrede. Aus dem einfachen Grund, weil sie es gewagt haben, in der Öffentlichkeit Kritik am Pestizideinsatz in dieser Region zu üben. Das Ganze reicht aber zurück in eine andere Geschichte, nämlich zu der Geschichte der Gemeinde Mals in Südtirol. Auch hier haben Menschen, die sich für eine pestizidfreie Landwirtschaft ausgesprochen haben, ihre demokratischen Rechte und Pflichten wahrgenommen haben, mit vehementer Kritik gerechnet und auch sie wurden vor Gericht gebracht. Und diese Geschichte wollen wir heute sichtbar machen, um ein Verständnis zu bekommen, was hier in Südtirol leider passiert. Jetzt begrüße ich als allererstes in der ersten Runde quasi die Geschichte, den Anfang der, des Widerstands tatsächlich gegen den Pestizideinsatz. Ganz zu Ihrer Rechten sitzt Herr Ulrich Veit, Bürgermeister von Mals. Daneben sitzt Herr Johannes Fragner-Unterpertinger. Er ist Apotheker und Sprecher der Bürgerinitiative Der Malser Weg. Und direkt neben mir sitzt Jakob Radloff. Er ist der Geschäftsführer des Ökom Verlags. Es wurden nämlich nicht nur verklagt oder angezeigt ein Bürgermeister, ein Sprecher einer Bürgerinitiative, sondern auch ein Verlag. Das ist jetzt quasi der aktuelle Bezug hier neben mir. Und es wurden natürlich verklagt Alexander Schiebel und Karl Bär. So, dann übergebe ich jetzt mal das Wort an Herrn Uli Veit. Ja, ich kann gerne etwas über die Geschichte erzählen. Ich bin jetzt seit fast 12 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Mals. Ich bin heute sehr, sehr gerne hier nach Bozen gekommen, einfach um auch meine Solidarität zu zeigen. Ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, wie es Karl Bär und Alexander Schiebel heute geht. Wir haben selber erleben müssen, wie man vor Gericht gezerrt wird, wenn man auf einen Missstand aufmerksam macht. Wir haben versucht aufzuzeigen, wie es zurzeit aussieht und haben versucht, dieses Problem zu lösen, auch im Sinne der Landwirtschaft zu lösen. Und anstatt uns in diesem Lösungsprozess zu unterstützen, hat man einmal die Gemeinde Mals, aber auch mich persönlich als Bürgermeister vor Gericht gezerrt. Ganz kurz, wie sieht der aktuelle Stand aus? Also es sind 3 Verfahren, in die wir verwickelt sind, in die wir uns einlassen mussten. Einmal ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht. Dort geht es darum, ob die Verordnung, die wir als Gemeinde Mals erlassen haben, um eben Pestizide im Gemeindegebiet von Mals zu verbieten und ausschließlich biologische Landwirtschaft zuzulassen. Es geht in diesem Verfahren darum, ob diese Verordnung rechtsgültig ist, ob eine Gemeinde die Zuständigkeit hat, eine solche Verordnung zu erlassen. Dort sind wir zurzeit in der zweiten Instanz, also wir sind in Rom vor dem Staatsrat. Das Verwaltungsgericht in Bozen hat die Verordnung aufgehoben. Das zweite Verfahren läuft vor dem Zivilgericht. Auch dort sind wir mittlerweile in Rom gelandet. Dort geht es darum, ob die Volksabstimmung, die wir in Mals abgehalten haben und wo sich die Bevölkerung eigentlich ganz, ganz deutlich mit fast 76% dazu bekannt hat, dass es in einem Gebiet leben will, in dem keine Pestizide eingesetzt werden. Es geht also darum, ob diese Volksabstimmung gültig war. Dort haben wir vor dem Oberlandesgericht gewonnen und jetzt wurde der Kurs gemacht vor dem Kassationsgericht in Rom. Also auch dieses Verfahren liegt zurzeit in Rom. Und das dritte Verfahren ist abgeschlossen, das ging gegen mich persönlich. Da ging es darum, ob ich als Bürgermeister mein Amt missbraucht habe, als ich die Volksabstimmung zugelassen habe. Also ein Verfahren, das ich überhaupt nicht verstanden habe, wenn man als Bürgermeister in einer Demokratie angeklagt wird, wenn man eine Volksabstimmung zulässt. Also das ist wirklich unglaublich. Aber zum Glück haben die Richter das auch so gesehen und haben mich in diesem Verfahren freigesprochen. Und dieses Urteil ist jetzt auch rechtskräftig. Also das ist der aktuelle Stand. Wir sind nach wie vor dabei, auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Wenn man die Anzeige von Arnold Schuler durchliest, dann
ist es auch, eigentlich auch eine Erklärung, dass dieser Missstand besteht. Er versucht einfach zu argumentieren, wieso er besteht, aber aus unserer Sicht wäre es einfach viel, viel sinnvoller, die ganze Energie nicht in Gerichtsprozesse zu investieren. Mittlerweile sind wir jetzt am vierten Prozess, nicht vor Gericht das Thema auszudiskutieren, sondern das Thema mit der Bevölkerung vor Ort auszudiskutieren und einfach mal zuzuhören und hinzuhören, dass die Bevölkerung eigentlich sich ganz, ganz deutlich dafür ausspricht, dass sich die Landwirtschaft nachhaltiger entwickeln muss, dass die Landwirtschaft auf den Einsatz von Pestiziden verzichten soll, dass wir also auch in Zukunft in einem gesunden Land gesunde Luft einatmen dürfen. Danke, Johannes. Danke, Uli. Johannes, du bist dran. Danke. Du musst einfach noch reinsprechen, glaube ich. No. Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Diese Aussage wird François-Marie Arouet zugeschrieben, genannt Voltaire. Ich sage eines, das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung ist eine der Grundvoraussetzungen für eine gelingende Demokratie und für eine freie Gesellschaft. Die Klage gegen mich, also den Sprecher der Bürgerinitiative Malzer Weg, empfand ich als Herabwürdigung dieses demokratischen Rechts, als Drohung, als Bedrohung und als versuchte Einschüchterung. Deshalb sitze ich hier sehr gerne. Aus Solidarität, als Unterstützung für Alexander, Jakob und Karl. Nochmals, wie ich oben schon gesagt habe, das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung ist eine der Grundvoraussetzungen für eine gelingende Demokratie und für eine freie Gesellschaft. In meinem Fall, in meinem konkreten Fall, ich wurde als Sprecher der Bürgerinitiative der Malzer Weg vor das Landesgericht gezerrt, weil ich die Unterschriften für den Bürgerentscheid gesammelt und die Abstimmung beantragt hatte. Dabei konnten die Anwälte der Kläger im gesamten Verfahren kein einziges Gesetz nennen, gegen das ich verstoßen hätte. Ich habe die Verfahren in erster und zweiter Instanz zwar gewonnen, die Volksabstimmung in Malz war rechtens, so die Richterin am Oberlandesgericht, und hätte nie als Privatperson angezeigt werden dürfen. Trotzdem, es behängt noch eine Kassationsbeschwerde und das Ganze ist noch offen. Ich zitiere wörtlich die Richterin. Unabhängig davon, dass das Promotorenkomitee in seinen Anträgen niemals die Feststellung eines Rechtsanspruchs auf Abhaltung der Volksabstimmung gestellt hat, kann keinem Bürger das Recht abgesprochen werden, sich zu aktivieren und im Rahmen der Demokratie einen Vorschlag zur Volksbefragung in Sachen Pestizide vorbringen. Deshalb wie oben. Die Klage gegen mich war nichts anderes als Drohung, eine Bedrohung, eine versuchte Einschüchterung. Zum Abschluss zwei Zeilen. Ich sage Ihnen nachher, wer diese Wörter spricht, respektive geschrieben hat. Eine gesunde Natur tut uns gut und hält uns gesund. Nur eine gesunde Natur kann dem Klimawandel und Epidemien trotzen. Eine gesunde Natur ist der Kern unserer Wachstumsstrategie, des europäischen grünen Deals und unserer Wiederaufbaustrategie, denn wir wollen unserem Planeten ökologisch nichts mehr schuldig bleiben. Das sagt Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, unter anderem auch im EU-Strategiepapier, wo bis 2030 eine massive Reduzierung von Pestiziden vorgesehen wird und allalong überhaupt ein Pestizidausstieg. Und die große Vandana Shiva, Trägerin unter anderem des Alternativen Nobelpreises, sagt in Malz auch, der beste Klimaschutz ist Artenschutz. Und Artenschutz heißt auch ökologische Landwirtschaft ohne Pestizide. Dafür werden wir uns in Malz weiterhin einsetzen, Prozesse gegen mich und andere hin und her. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Johannes. Jakob, bitte. Ja, mein Name ist Jakob Ratloff. Ich bin Geschäftsführer und Verleger des Ökom Verlages. Der Ökom Verlag hat sich seit 30 Jahren jetzt zur Aufgabe gesetzt, als heute größter Verlag für Umwelt und Ökologie im deutschsprachigen Raum, zukunftsfähige Entwicklung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen und voranzutreiben. Neben der Kritik an Missständen und ökologischen Fehlentwicklungen
sehen wir es vor allem als unsere Aufgabe an, Alternativen aufzuzeigen und relevantes Wissen für den Erhalt unseres Planeten zu vermitteln. Das war auch die Motivation, das Buch Das Wunder von Mals zu publizieren, das am 4.9.2017, also praktisch genau vor 3 Jahren, erschienen ist. Zum einen zeigt es die erheblichen Gefahren der Pestizidnutzung in der Landwirtschaft auf. Vor allem aber erzählt es die Geschichte von höchst engagierten Menschen, die sich aktiv auf den Weg gemacht haben, damit es anders wird. Wir haben das ja gerade schon gehört. Von aus unserer Sicht mutigen Südtirolern und deren Kampf gegen eine übermächtige Allianz aus Bauernbund, Landesregierung und Agrarindustrie. Mals ist heute längst ein Vorbild für ähnliche Bestrebungen in ganz Europa. Alexander Schiebel, unser Autor, hat dazu mit seinem Buch einen wichtigen Beitrag geleistet. Das Buch ist Anleitung, eine Anleitung für den Widerstand gegen die Umweltzerstörung, nicht nur in Südtirol, sondern weit darüber hinaus. Als publizistisches Denkmal für Mals will es zeigen, es lohnt sich, sich zu engagieren und neue Wege zu gehen. Die Kläger, allen voran Landesrat Arnold Schuler, sind da offenbar anderer Meinung. Aus ihrer Sicht ist es eine Straftat des Ökom-Verlages, dass wir das Buch überhaupt publiziert haben. Wegen einzelner Aussagen unseres Autors wird mir als Verleger eine strafbare Handlung vorgeworfen. Es heißt, Passagen des Buches seien dazu geeignet, den Ruf der Südtiroler Obstbauern und allgemein des Landes Südtirol und seine Erzeugnisse zu schädigen. Von der Klage selbst haben wir zu unserem Erstaunen zunächst nur durch die Südtiroler Presse erfahren. Das war im September 2017. Und ehrlich gesagt, wir haben es einfach nicht geglaubt. Zwar hatten wir mitbekommen, was wir auch schon gehört haben, dass die Initiative und selbst der Bürgermeister verklagt worden sind, aber dass auch Publizisten, die über Mals berichten, in eine juristische Auseinandersetzung gezogen wird, das konnten wir einfach uns nicht vorstellen. Erst im Februar 2020 erhielt ich dann ein offizielles Schreiben des Landgerichtes Bozen. Nach 2,5 Jahren einer scheinbar eher zähen Beweisaufnahme hat die Staatsanwaltschaft dann die Einstellung des Verfahrens gegen den Verlag beantragt. Am 22. Oktober findet jetzt zunächst dazu eine Verhandlung über die sogenannte Archivierung statt, weil der Kläger, Herr Landesrat Schuler, dagegen Widerspruch eingelegt hat. Der Ökom Verlag, wir publizieren seit 30 Jahren zu ökologischen Themen mit heute 11 Zeitschriften und über 70 Buchneuerscheinungen pro Jahr. Ab und zu und für manche unbequem zu sein, gehört in unserem Themenfeld zwar in gewisser Weise zum guten Ton, aber vor Gericht wegen einer Publikation musste ich mich in all den Jahren noch nie verantworten. Es ist zum ersten Mal unserer mehr als 30-jährigen Geschichte, dass das mit mir und einem Autor widerfährt. Mein Standpunkt dazu: Unser Autor argumentiert in seinem Buch, das im Stil einer Reportage verfasst ist, bisweilen zwar pointiert und meinungsstark, aber bezieht sich bei seiner Kritik am Pestizideinsatz immer auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Und um die sollte es letztlich gehen, wenn man die Frage beantworten will, wie eine Landwirtschaft gestaltet sein muss, dass sie Umwelt und Mensch nicht schädigt. Anstatt dies alles auf politischer und öffentlicher Ebene zu diskutieren und anzugehen, wo es eigentlich hingehört, wurde es von Landesrat Schuler taktisch auf die juristische Ebene verlagert. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Das eigentliche Problem, also der massive und schädliche Einsatz von Pestiziden in Südtirol, gehört nicht in einen Strafprozess. Ich hätte mir hier eine öffentliche Auseinandersetzung gewünscht, in der neben Fakten auch die Bewertung dieser Fakten, also die freie Meinung, seine Berechtigung hat. Diese Anzeigen und Prozesse hingegen sind ein klarer Angriff auf das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und wir werden mit allen Mitteln dafür streiten, nicht nur uns selbst und den Autor, sondern auch das Recht auf freie Meinungsäußerung zu verteidigen. Denn für alle, die publizistisch tätig sind, wäre es sehr gefährlich, wenn sich dieser Weg
zukünftig als Mittel etablieren sollte, um mit unliebsamer Kritik umzugehen. Weder die Autoren noch unabhängige Verlage wie wir haben die finanziellen Ressourcen für Anwalts- und Prozesskosten, um sich in aufwendigen Verfahren gegen derartige Anschuldigungen zu wehren. Schon jetzt ist die Anklage für uns mit einem großen Zeiteinsatz und hohen Kosten verbunden. Bei einer Verurteilung kann sie in Haft und Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe münden. So besteht die Gefahr, dass allein aus dem ökonomischen Zwang heraus schon vorher die Schere im Kopf ansetzt, unbequeme Aussagen vermieden werden und die offene Diskussion darunter leidet. Mein Fazit: Berechtigte Kritik, Meinung und offene Diskussion muss erlaubt sein und erlaubt bleiben. Und ich hoffe und baue auf die italienische Justiz, dass sie das genauso sieht und die kritische Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit am Ende stärkt. In diesem Sinne wünsche ich und streite weiterhin dafür, dass die Stimmen der Malser und von Alexander Schiebel hörbar sind und gehört werden. Für mich wäre es der größte Erfolg, wenn diese Diskussion in Südtirol und ganz Europa dazu beitragen würde, dass in Sachen Pestizideinsatz endlich ein Umdenken ansetzt. Vielleicht hätten die Klagen und Prozesse dann am Ende ja doch ihren Sinn gehabt. Und die Geschichte von dem wundervollen Mals geht doch gut aus. Vielen Dank. Vielen Dank, Jakob, Johannes und Uli. Ich würde euch bitten, eure Masken anzuziehen und hier nach rechts rauszugehen. Liebe Journalistinnen und Journalisten, Fragen ganz am Ende, bitte. Jetzt kommt quasi die zweite Runde. Drei bitte ich, Platz zu nehmen. Nicola kommt hier hin. Das bist du gar nicht. Grüße ich ganz herzlich. Tut mein Mikro? Ja, super. Ich nehme mal kurz die Maske ab. Dürfen wir? In der zweiten Rederunde ganz herzlich Alexander Schiebel, den Buchautor vom Wunder von Mals, angeklagt am Landesgericht Bozen wegen über Nachrede. Herrn Karl Bär, den Agrar- und Freihandelsreferenten des Umweltinstituts Münchens, ebenfalls angeklagt in Südtirol wegen über Nachrede. Und den vertretenden Rechtsanwalt Nicola Canestrini. Und übergebe das Wort an den Alexander Schiebel. Bitte schön. Am besten nimmst du du hast es. Okay, alles gut. Ja. Guten Morgen. Ob ich mich freue, hier zu sein, weiß ich noch nicht. Ich habe 5 Jahre in Südtirol gelebt, bin dann 2018 nach Deutschland gegangen und lebe jetzt in Frankreich. Ich bin hier, weil ich angezeigt wurde wegen übler Nachrede. Die Vorredner haben das ja schon alles recht eindrucksvoll geschildert. Ich möchte aus meiner Sicht nur ganz wenige Ergänzungen anbringen. Ich habe hier in Südtirol und eigentlich in meiner ganzen Laufbahn als Filmemacher und Schriftsteller mich immer für das Positive interessiert. Für schöne und positive Geschichten. Wenn Jakob Radloff vorher gesagt hat, die Geschichte geht gut aus, dann zitiert er aus meinem Buch. Das ist wirklich meine Hoffnung. Und so bin ich auch an die Geschichte in Mals herangegangen. Ich habe mich in Mals eigentlich in diese humorvolle und sehr liebevolle Art des Widerstandes verliebt. Und ich kann sagen, dass mich das eben sehr beeindruckt hat, und wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und ich wollte zeigen, dass das vielleicht eine gute Möglichkeit ist, die Vielfalt
zu bewahren, dass man auch auf dörflicher Ebene ganz unmittelbar die Probleme angeht. Denn die Probleme, die wir haben im Bereich der Artenvielfalt oder im Bereich des Klimawandels, sind so gewaltig, dass wir nach neuen Wegen suchen müssen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil dieses Buch und auch der Film, den ich zu diesem Thema gemacht habe, eigentlich ein Buch und ein Film sind über Widerstand und nicht über die Südtiroler Landwirtschaft. Eigentlich geht es nicht einmal unbedingt um Landwirtschaft. Umso verwunderter war ich, dass es dieser große Zorn und diese Gewalttätigkeit, die auch die Malser schon mit ihrem Tun heraufbeschworen haben, dass die also dann auch auf mich übergegangen ist. Es ist ein Buch über Widerstand. Natürlich musste ich mich damit beschäftigen, wogegen widerstehen die Malser, was ist das Thema. Und da habe ich in einem Kapitel meines Buches erzählt, wie ich selbst als Autor langsam mich an dieses Thema herantaste. Was sind die gesundheitlichen Folgen des Pestizideinsatzes? Und wenn Sie sich damit beschäftigen, und ich bitte Sie, sich damit zu beschäftigen, dann werden Sie sehen, dass es also hier tatsächlich tausende Studien gibt, die auf diese Gefahren, die durch den Pestizideinsatz entstehen, hinweisen. Und am Ende dieses Kapitels bin ich sehr durcheinander und aufgewühlt und erzähle, dass es mich wundert, warum diese Gefahr nicht stärker wahrgenommen wird in Südtirol. Und an der Stelle sage ich, die einzigen, die sich laut zu Wort melden, sind die Obstbauern, die diese Pestizide ausbringen, also nicht die biologischen Obstbauern. Denn die sagen, man fühlt sich ja schon wie ein Mörder. Tatsächlich habe ich diesen Satz aus dem Mund eines Obstbauern in Schlanders bei einer Veranstaltung gehört. Er fühlt sich wie ein Mörder. In Südtirol geht die mehr um, dass ich gesagt hätte, die Südtiroler Obstbauern sind Mörder, nur es stimmt nicht. Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. Lesen Sie die Stelle in meinem Buch. Es steht dort, dass Sie selber sagen, Sie fühlen sich wie Mörder auf der Anklagebank. Übrigens, nicht Sie sitzen auf der Anklagebank, sondern ich, fällt mir gerade auf. Und dann überlege ich, was in Wirklichkeit das Delikt der Obstbauern sein könnte. Und nach einigem Hin und Her habe ich eine Lösung und die schlage ich vor. Ein neues Delikt steht noch in keinem Strafgesetzbuch. Tötung durch vorsätzliches Ignorieren von Gefahren und Fakten. Und in gewisser Weise bin ich stolz darauf, dass ich heute wegen diesem Satz, der mir vorgeworfen wird, hier sitzen kann. Denn wir alle als Konsumenten, Produzenten und in allen unseren verschiedenen Rollen gehen also gern über die Probleme, die wir verursachen, hinweg und sagen, das haben wir immer schon so gemacht, wir wollen uns nicht damit beschäftigen. Und wir können auch gar nicht. Das ist alles viel zu aufwendig, umzudenken. Und das trifft natürlich auch auf die Obstbauern zu, die also vor diesen Gefahren ihres Tuns die Augen verschließen. Ich muss sagen, dass ich es am Anfang nicht als besonders angenehm empfunden habe, attackiert zu werden. Es ist so, dass das es wurde schon gesagt, mit großem Zeiteinsatz und Mitteleinsatz verbunden ist. Und dann habe ich aber als Autor reagiert und mir gedacht, eigentlich ist es auf der anderen Seite auch wieder ganz interessant, dieses Schicksal, über das ich vorher berichtet habe, einmal selbst zu erleben. Es gibt in meinem Film eine Szene, da zeige ich, wie Johannes in den Gerichtssaal hineingeht und er fühlt sich da nicht ganz wohl, das sieht man auf den Bildern und ich unterlege das mit einer Musik, die eigentlich Wahnsinn und Irrsinn ausdrückt. Und schon damals dachte ich, dass es eigentlich Wahnsinn ist, aber heute denke ich, dass es Wahnsinn ist und System hat. Es hat ein Ziel. Und ich habe mich als Autor in den letzten Monaten damit beschäftigt. Das Ziel ist natürlich, Kritiker mundtot zu machen. Als ich auf meiner Kinotour durch Südtirol gefragt wurde, was ist denn nun mit der Anzeige gegen Sie, Herr Schiebel, habe ich oft gesagt, es ist ja gar keine Anzeige gegen mich, sondern dieser Gruß geht an eure Adresse, liebes Publikum. Ihr sollt lernen, dass wer kritisiert, sich selbst in Gefahr bringt, sich selbst sehr viel
sehr viel Mühsal bereitet. Deswegen sollt ihr weiter brav sein. Ich bin überzeugt davon, dass die Mehrheit der Südtiroler hinter dem Anliegen der Pestizidfreiheit steht. Sie sieht nur, was für ein schreckliches Spektakel veranstaltet wird, wenn jemand das offen ausspricht. Und ich fordere daher die Südtiroler auf, diese Sache ernst zu nehmen und sich auch solidarisch zu zeigen. Dann können wir gemeinsam in einen Dialog eintreten, der die Praktiken der Obstbauern langsam und weiter in eine ökologischere Richtung lenkt und der vor allem auch eines tut, dieses Leuchtturmprojekt Malz sich entwickeln lassen, es nicht mehr länger behindern. Dankeschön. Vielen Dank, Alexander. Karl, bitte. Guten Morgen. Funktioniert mein Mikrofon? Jetzt, ja. Okay. Mein Name ist Karl Bär, ich bin Referent für Agrar- und Handelspolitik beim Umweltinstitut in München und heute in einer Woche beginnt ein Gerichtsverfahren gegen mich, ein Strafprozess, weil ich aus der Sicht von Arnold Schuler und 1367 Obstbauern und Obstbäuerinnen im Jahr 2017 ein Verbrechen begangen habe. Die Südtiroler Staatsanwaltschaft folgt jetzt dieser Ansicht und erhebt tatsächlich Anklage. Mein Verbrechen war es, in Deutschland auf den hohen Pestizideinsatz in der Südtiroler Landwirtschaft hinzuweisen. Ich habe vor über 3 Jahren eine kleine Kampagne verantwortet, die bestand vor allem aus einem Plakat, das für 3 Tage an einer Stelle in der Münchner U-Bahn-Station Karlsplatz hing und das im Stile der Südtiroler Tourismus-Marketing-Kampagne von damals gestaltet auf den Pestizideinsatz hinweisen sollte. Damit verbunden war eine Homepage unter www.pestizidtirol.info. Den Text dieser Homepage, das ist etwa eine DIN A4-Seite, in der es um das Pestizidproblem geht, auch um den gesellschaftlichen Konflikt, der in Südtirol sich um Pestizide dreht und um Lösungsansätze, die es auch in Südtirol dazu gibt. Diesen Text finden Sie in der Pressemappe, sowohl hier vor Ort als auch digital. Das ist genau der Text, für den ich jetzt vor Gericht stehe. Und der Text beschreibt im Endeffekt nur die Realität. In Südtirol werden Äpfel produziert auf ungefähr 18.000 Hektar. Jeder 2. Apfel in Italien und jeder 10. Apfel in der EU kommt aus Südtirol. Auch in deutschen Supermärkten ist ungefähr jeder 10. Apfel aus dieser Region hier. Und diese intensive Apfelproduktion auf so großen Flächen, die funktioniert eben mit sehr vielen Pestiziden. Laut aktuellen Zahlen des italienischen Statistikamts Istat wird in Südtirol pro Hektar anwendbarer Fläche mehr als 6-mal so viel Pestizide verkauft als im italienischen Durchschnitt. Und man wirft mir jetzt vor, dass ich 2017 mit den Zahlen übertrieben habe. Aber ich werde vor Gericht im Detail vorrechnen, dass die Zahlen, die wir benutzt haben, der Wahrheit entsprechen. Und wir werden auch vor Gericht zeigen, dass ganz viele dieser Stoffe gesundheitsgefährdend und umweltschädlich sind. Ich bringe dazu ein Beispiel. Der Stoff Chlorpyrifosmethyl ist im Januar von der EU-Kommission verboten worden, weil es Hinweise darauf gibt, dass dieser Stoff die Gehirnentwicklung von menschlichen Föten schädigt. Im Februar, kurz bevor das Verbot in Kraft getreten ist und man das Mittel nicht mehr einsetzen dürfte, hat der Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau seine Mitglieder in einem Rundschreiben darauf hingewiesen, dass man bis Ende Februar den Stoff noch kaufen und bis April noch einsetzen darf und dass man das auch noch einmal tun sollte. Im Laufe der letzten 3 Jahre wurden 3 Mittel, sechs Mittel, die in Südtirol 2017 noch im Einsatz waren, von der EU-Kommission wegen diverser Probleme für die Umwelt und die menschliche Gesundheit verboten. Ich darf diese Stoffe Gifte nennen und ich darf sagen, dass sie gefährlich sind. Und anders als Arnold Schuler offenbar glaubt, darf ich das sogar sagen, obwohl diese Stoffe alle von der EU zugelassen worden waren. Das Zulassungsverfahren für Pestizide in der EU, darüber werden wir vor Gericht auch ausführlich reden. Darum gab es so viele Skandale schon, dass es sogar einen Untersuchungsausschuss vom Europäischen Parlament gab vor 2 Jahren. Auch bei Chlorpyrifos wusste man vorher schon, also vor der Zulassung, dass es Hinweise auf kleinere Gehirne bei Versuchstieren gab. Wir werden über dieses Zulassungsverfahren im Detail reden müssen. Trotzdem gilt natürlich, wer hier als Landwirt in Südtirol ein zugelassenes Mittel spritzt, der verstößt nicht gegen geltendes Recht. Es schützt ihn nur die Zulassung des Mittels und das geltende Recht auch nicht davor, dass andere Leute ihn kritisieren.
Ich darf sagen, dass Südtiroler Obstbauern in der Lebensmittelproduktion Gifte einsetzen. Ich darf sagen, dass sie Gifte in die Luft spritzen, die andere Leute womöglich noch atmen wollen, weil das europäische Recht eben gerade mein Recht auf Meinungsfreiheit schützt. Und das sieht übrigens die Staatsanwaltschaft in München genauso, als während der zweijährigen Ermittlungen gegen mich die Südtiroler Staatsanwaltschaft ein europäisches Ermittlungsansuchen nach München geschickt hat, hat die Münchner Staatsanwaltschaft ein Antwortschreiben die Zusammenarbeit abgelehnt und dabei auf Artikel 11 der Grundrechtecharta der Europäischen Union verwiesen, die das Recht auf Meinungsfreiheit garantiert. Das ist zwischen Deutschland und Italien ziemlich außergewöhnlicher Vorgang. Es ist allerdings, ich muss einen Schluck Wasser trinken, also ich glaube, auch die Anklageerhebung gegen Alexander und mich ist ein ziemlich außergewöhnlicher Vorgang. Erst recht die Anklagen gegen Uli, zumindest für einen, für einen westlichen demokratischen Staat. Das ist im Endeffekt alles ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Und wer einen solchen Angriff auf die Meinungsfreiheit abwehren muss, und das ist die Situation, in der wir gerade sind, der darf vor allem nicht den Mund halten. Wenn wir jetzt aufhören, den Pestizideinsatz in Südtirol zu kritisieren, dann hat die Gegenseite ja schon gewonnen. Und im Endeffekt hat die Agrarindustrie jetzt schon was erreicht. Wir mussten von unserem großen Projekt der Europäischen Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten sehr viele Ressourcen abziehen, um uns mit diesem Gerichtsverfahren zu beschäftigen und zum Beispiel diese Pressekonferenz und unsere Verteidigungsstrategie vorzubereiten. Diese Anzeigen sind deswegen so gefährlich für die Demokratie, weil sie völlig unabhängig von ihrem juristischen Ausgehen eine Wirkung haben. Und das wird dadurch noch verstärkt, dass diese Wirkung für Jahre anhält. Wir werden uns jetzt über viele Jahre mit diesem Gerichtsprozess herumschlagen müssen und wir werden in den kommenden Jahren diesen Prozess immer wieder dazu nutzen, zu zeigen, dass in Südtirol ein Pestizidproblem herrscht. Wir wollen damit ja nicht nur beweisen, dass wir keine Verbrecher sind, sondern wir wollen damit auch beweisen, dass es nicht gelingen wird, in einer demokratischen Gesellschaft Kritik zum Schweigen zu bringen, indem man sie anzeigt. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass Südtirol noch lebendiger als je zuvor über Pestizide diskutiert wird. Weil eine lebendige Debatte genau das ist, was man braucht, um so einen gesellschaftlichen Konflikt zu befrieden. Mit Unterdrückung schafft man das nicht. Vielen Dank. Danke, Karl. Nicola. Guten Morgen. Ich werde zuerst Deutsch sprechen und dann Italienisch weiterreden. Ich weiß, in der Übersetzung mache ich es nicht leicht, bedanke mich aber für das Komplexe. Soll ich es ganz auf Deutsch machen? Okay, also ich mache es ganz auf Deutsch. Ich freue mich, hier zu sitzen und freue mich mit Francesca Cancellaro aus Bologna, die Angeklagten verteidigen zu dürfen. Es geht hier nämlich um Grundfragen in einer Demokratie, die sogenannte Human Rights Defense. Wir müssen uns damit abgeben, ob Strafanträge auch Gift für Demokratie sein können. Wir müssen uns natürlich, es ist schon gesagt worden, damit beschäftigen, ob Freedom of Speech Grenzen hat, ob freie Meinungsäußerung wirklich eine Straftat sein kann. Meinungsfreiheit ist komplex, weil jeder ist bereit, dem anderen die Meinungsfreiheit zuerkennen, wenn er das Gleiche meint wie einer selbst. Problem ist, ich muss dieses Recht auch dem zuerkennen, der mich kritisiert, der mich kränkt, der mich verunglimpflicht. Meine Meinung dazu, die Debatte, die Kritik ist Salz der Demokratie. Kann Kritik kritisiert werden? Natürlich. Absolut ja. Die Strafanträger hätten zum Beispiel die Meinungen der Herrn Schiebel und des Herrn Beer kritisieren dürfen und können. Und dadurch wäre wahrscheinlich die öffentliche Debatte besser geworden, als die Leute zu verklagen. Weil die Frage ist, kann die Meinung bestraft werden? Kann man für eine Meinung bestraft werden? Es drohen nämlich den Angeklagten bis zu 3 Jahren Haft. Es ist eine erschwerte üble Nachrede unter dem italienischen Strafgesetzbuch. Es droht eine mindere Geldstrafe und es drohen, wie schon gesagt, Entschädigungen in Millionenhöhe.
Ich habe mich vorher gefragt und Sie provokativ gefragt, ob auch Strafanträge oder Strafprozesse Gift für Demokratie sein können. Ich glaube schon. Und ich glaube, das ist der Fall, wenn es um sogenannte SLAP-Prozesse geht. Strategic Lawsuit Against Public Participation. Wenn Prozesse gemacht werden, um die Öffentlichkeit, um in der Öffentlichkeit zu verhindern, dass eine Debatte geführt wird. Es sind Prozesse, die der Einschüchterung dienen, nicht ein Recht, auf ein Recht pochen. Und das sollten Sie, Journalistinnen und Journalisten, genauestens wissen. Weil wie oft sind Journalistinnen und Journalisten von diesen SLAP-Klagen betroffen? Wie oft sind Journalistinnen und Journalisten und ihre Verleger und Zeitungen auf Millionen verklagt und versuchen so, Sie, Watchdog of Democracies, mundtot zu machen? Und das ist natürlich eine Strategie, die weltweit immer mehr greift. Die Kriminalisierung der Human Rights Defenders, Umweltschützer, Journalisten, Richter, Rechtsanwälte, ist ein Problem dieser Zeit. Man fragt mich immer, und Herr Canestrini, werden die Angeklagten verurteilt werden? Das weiß ich natürlich nicht. Wir warten uns, dass im Prozess jetzt diese Debatte geführt wird, die in der Öffentlichkeit anscheinend nicht geführt werden darf. Wir freuen uns auf diesen Prozess, weil es scheint unmöglich zu sein, dass wir über Pestizideinsatz in Südtirol sprechen können, öffentlich. Man glaubt, es gäbe nur eine Stimme, und zwar die von der Provinz Bozen, die natürlich das Recht hat, ihre Stimme in der Debatte zu erheben. Aber das soll nicht die einzige Stimme sein. Und wenn es nicht anders geht, dann freuen wir uns, das im Gerichtssaal klären zu können. Wir haben eine Zeugenliste von fast 90 Personen. Davon sind vielleicht 30 oder 35, Karl schimpft mit mir, wenn ich mit den Zahlen nicht genau bin, 30, 35 Sachverständige aus der ganzen Welt kommen die und wollen in Bozen im Gerichtssaal beweisen, dass Pestizide ein Problem für Gesundheit und Umwelt sind. Und die können es nicht erwarten, so wie ich und Francesca auch. Das wird nicht ein Prozess sein gegen Karl Beer, gegen Alexander Schiebel, gegen Herrn Radloff. Das wird ein Prozess sein gegen den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft. Und darauf freuen wir uns. Dankeschön.